Für viele Menschen ist der morgendliche Gang zur Kaffeemaschine oder so einem Kaffeefilter oder Beutel das tägliche Ritual. Und auch hier auf der Plantage werden Kaffeepflanzen angebaut. Und ich möchte euch einfach in dem Video zeigen, wie sie angebaut werden, wie die Früchte ausschauen. Und weil ich auch letztes Jahr auf einer Permakulturfarm war, kann ich auch noch dazu oder diesbezüglich noch ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln. Also bleibt doch gerne dran und ja, lernt ein bisschen näher die Pflanze kennen, die ja weltweit konsumiert wird ohne Ende. Ich bin jetzt hier bei der Farm bei Kaffeepflanzen, die jetzt hier in einem Stück ein bisschen in der Mischkultur bei den Avocado-Bäumen wachsen und auch zwischen den ganzen Zitrusbäumen. Und hier kann man jetzt zum Beispiel ganz gut sehen, das ist jetzt eine der wenigen Pflanzen, die jetzt hier langsam reif werden, die Früchte. Das sind jetzt die Kaffeefrüchte, die halt so von grünlich ins Rote abfärben. Und das sind ja jetzt die wenigen Pflanzen, die hier jetzt langsam anfangen zu reifen, weil die halt ganz schön viel Sonne haben. Jetzt ist aber sowieso bald die Dürrezeit. Und das heißt, dass es jetzt hier in Costa Rica Sommer wird und die Kaffeeernte dann auch langsam beginnt. Und ja, auf der Permakulturfarm vom letzten Jahr hier in Costa Rica, da haben sie mir erzählt, dass das jetzt mehr oder weniger eine Frucht ist. Also Kaffee im Allgemeinen ist halt eine Frucht eigentlich und die Bohne ist halt darin und die wird halt mehr oder weniger abgeschält, sozusagen einem langen Prozess. Ist auch sehr schleimhaltig, da kann ich auch das Video verlinken, wie es verarbeitet wurde. Und ganz im Allgemeinen wird halt das Wenige, was man dann als Kaffee herausbekommt von dieser Bohne, sind ungefähr 5-10% verwendet. Der Rest wird eigentlich verworfen. Also man kann eigentlich mit der Pflanze einiges machen. Und grundlegend kann man halt so sehen, dass die Pflanze ungefähr die Größe eines Menschen halt hat. Die vielen verschiedenen Pflanzen und dann auch doch sehr ertragreich sind. Also hier hängen halt auch ganz schön viele Früchte dran. Und wie gesagt, auf dieser Farm wird halt überwiegend auch Kaffee angebaut. Liegt halt auch bei Angebot und Nachfrage. Also hier kann man ganz schön viele Kaffeepflanzen sehen, die ja den Berg runterwachsen. An anderen Stellen gibt es halt noch viel mehr Kaffeepflanzen, die ich euch auch jetzt gleich zeigen werde. Hier könnt ihr jetzt einen etwas größeren Abhang sehen und wie gesagt, bis zu den Bäumen da hinten, die ihr sehen könnt, neigt sich der Berg nach unten und das wird hier überall Kaffee sozusagen in der Monokultur angebaut. Hier kann man es auch ganz gut sehen. Hier, das sind alles Kaffeepflanzen und das ist nicht die einzige Stelle. Gibt es hier noch 3-4 weitere solche Stellen und wie gesagt, ich finde das ehrlich gesagt von einem Farminhaber nicht verwerflich. Ist natürlich zwiegespalten. Natürlich finde ich das nicht schön, dass hier alles so in Monokultur angebaut wird, weil ehrlich gesagt ist halt so, dass der Kaffee oder beziehungsweise die Frucht, wie sie verwendet wird, Verschwendung ehrlich gesagt ist. Das ist einfach nur für die Menschheit oder für uns, die jeden Tag Kaffee trinken oder die meisten Menschen, einfach nur Luxus. Es hat überhaupt keinen Nährwert, wie ich zum Beispiel den Gabriel von einem Interview von meiner letzten Reise erwähnt habe. Also das Video ist sehr empfehlenswert, dauert zwar eine Stunde, aber es ist einfach nur Luxusgut. Man könnte jetzt hier theoretisch gesehen was ganz anderes anbauen. Man könnte hier so viele schöne Obstsorten anbauen. Man könnte hier Gemüsegärten anlegen, weil hier scheint immer die Sonne. Theoretisch gesehen haben wir kein Hungerproblem. Wir haben mehr oder weniger ein Luxusproblem, weil wir anstatt hier Obst und Gemüse anbauen und Bevölkerungen sozusagen mit Essen versorgen könnten, einfach aus eigenen Luxus heraus
Kaffee angebaut wird und dieser dann einfach auch nur für 5-10% von der Pflanze und der Frucht verwendet wird, ist einfach für mich gesehen, ja, Verschwendung sozusagen, hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, aber wie gesagt, ich möchte hier dem Inhaber nichts vorwerfen. Er handelt halt auch nach Angebot und Nachfrage und wir leben halt in so einem System, wo halt auch das Geld ja sehr viel regiert und ja, wenn er halt sich nach den Leuten richtet, dann ist es ja, ist es sozusagen sein gutes Recht, muss ich sagen. Aber so in dem Maße wird hier Kaffee angebaut. Natürlich auch hier wird gemulcht und wenn hier keine Pestizide und sowas eingesetzt, ist es noch biologisch. Aber biologisch ist natürlich auch nicht immer im Sinne der Permakultur. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick aber auch bekommen über den Kaffeeanbau. So, sozusagen eine kleine Ergänzung zum Interview vom letzten Jahr. Natürlich würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen und gerne könnt ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne könnt ihr auch mich, meinen Kanal auch unterstützen. Dabei habe ich auf meiner Webseite zum Beispiel Möglichkeiten, wie ihr mich und mein Projekt fördern und unterstützen könnt. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch wunderbare und schöne Zeiten bei euch und euren Projekten. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich auf ja, das nächste Video, in dem ich euch wieder herzlich begrüßen darf. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.